Gut, erstes Buch, den Titel ist Deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere. Bergmann, 1988 in Dortmund, Deutschland. Es gibt hier einen Text, auch Hugin, Gesellschaft für politisch-philosophische Studien. Und natürlich, es gibt auch ein Inhaltsverzeichnis, Seite 3 bis 60 und dann ein Anhang von 62 bis 98. Ich werde kurz mal lesen. Vorwort, so wie alle Bücher haben ein Vorwort. Und dann die Absetzung reichsdeutscher U-Boote vor 1945. Fliegende Scheiben mit Hakenkreuz. Unbekannte U-Boote in allen Weltmeeren, die strategische Bedeutung des Bermuda-Dreiecks, verschwunden im Bermuda-Dreieck, Wette als Waffe, auf der Suche nach den UFO-Basen, amerikanische, sowjetische Bermuda-Forschung und Kellenverzeichnis bis Seite 60. Und dann Anhang, deutsche Flugscheiben, Skizzen und Erprobung, UFO greift sowjetisches Schiff an der Arktis an, ich sah ein Phantom-U-Boot, der Kreis des Todes, das UFO-Geheimnis ist gelöst und amerikanisches, sowjetisches Geheimpakt gegen die UFOs. Es gibt hier auch Text von der deutschen Mann. Wenn ich den deutschen Mann sage, dann ja, weißt du davon, wie ich meinte. Ich werde kurz mal versuchen, etwas hier zu lesen. Es gibt eine auszugsweise Wiedergabe der U-Boot-Tabelle. Und es gibt hier einen Text, der heißt Verbleib der deutschen U-Boote. Und es gibt den Boot, also die Nummer. Ganz lang, diese Liste ist sehr, sehr, sehr große Liste. U-Boot Nummer von 1405 bis, oh mein Gott, das ist jetzt zu viel, bis 6252. Und dann gibt es auch Indienststellung, Rang, Kommandant, Verbleib, Rang, letzter Kommandant, Art und Ort und Art des Abganges. Und es gibt hier so wie ein Siegel, Bodo Herzog, 60 Jahre deutsche U-Boote von 1906 bis 1966, also 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mit 118 U-Boot-Kriegen, Skizzen und eine Karte von Helmut Fechte und 137 Fotos. Es gibt hier etwas Lehmanns Verlag München. Man will kurz mal lesen hier für den Ort und Art des Abganges. Ja, gut, es gibt sehr viele Dateien. Mal sehen. Wenn ich etwas mehr finde. Ja, gut. Piraten-U-Booten am Werk. Das ist für ein. Also ein Panik in der Südsee, Heim und Welt, so wie ein Magazin und so. Menschen verschwinden, Fragezeichen im Leben des Kapitäns Miller, eine Spur, der letzte Funkspruch, der Arakarimoa. Die Rätsel häufen sich, na gut. Nein, es gibt ja hier etwas, die zeigt Air Search for Mystery U-Boat auf Englisch. Das kam in der Star, Südafrika, Johannesburg, 24. November 1972 und es gibt mehr davon, es gibt auch auf Spanisch, also Englisch und Spanisch und dann natürlich Deutsch, verschiedene Texten von 1960 und 70 und 80. Mal sehen. General Anzeige, Bonn, 1964. Gehen die Untertassen jetzt baden? Italienische Kellner entdeckte rätselhafte Unterwasserobjekte. Objekte. Und auch in vielen Teilen der Welt wurden zylinderförmige Objekte beobachtet. Rätsel um geheimnisvolle Flugkörper. Forscher in der Arktis und auf den Azoren. Gaben ähnliche Beschreibungen. Arktis und Azoren. Die strategische Bedeutung des Bermuda-Dreiecks. Und dann habt ihr hier mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko und der Bermuda
was dort passiert. Bild der Wissenschaft von Juli 1983. Das größte Radioraster, Teleskop der Welt, damals in Arecibo. Mal sehen, mal sehen. Also ich lese ein bisschen von dem Buch, damit ihr weiß, man kann den Buch von dem Internet unterladen, also es gibt kein Problem im PDF. Das Todesreich auf der Landkarte. Lloyds meldet, 20 Schiffe spurlos verschwunden im Bermuda-Dreieck. Jedes Jahr verschwinden 5 Schiffe spurlos. Und das gibt es mit dem UFO und mit den Deutschen und so. Mal sehen, mal sehen. Etwas mehr, etwas mehr. Es gibt so viel Text hier in dem Buch. Mysteriöses Verschwinden einer Scooterbesatzung. 1957. UFO-Nachrichten. Und Fischkutter sollen U-Boote fangen. 1987. Wetter als Waffe. Mehr. Einige Bilder. 5 Bilder aus dem Schweizer Journal Franz Weber 1988. Ja, diese Bilder sind auch ausgezeichnet. Also, mal sehen, mal in Stuttgart, UFO Westphal, Stuttgart 1968. Und das sieht so wie ein UFO aus, wie eine dieser Haunebus. In den Journal Franz Weber. Gut. Mehr. Mehr Text. Warum es in Moskau grün regnete? In Moskau grün regnete. Mai 1987, Bildzeitung. Und vom das neue Zeitalter in 1979, eine Volke schluckte unseren Aufklärer, eine unheimliche Begegnung. Interessant. In den Suezkanal wird er wegen Sandsturms geschlossen, 1988. Klirrende Kälte in Sibirien, minus 57 Grad Celsius, 1986. Minus 57. Oh, um Gottes Willen. Moskau bleibt unter Nebelglocke gefangen. Also das ist Text aus dem Buch von diesen Jahrzeiten in den verschiedenen Zeitalter und so auf Deutsch und andere Sprachen. Reisenstrudel im Bermuda-Dreieck. Sowjetisch-amerikanisches Wissenschaftlerteam im Bermuda-Dreieck 1978. Und die Rache des Bermuda-Dreiecks, letzte Meldung aktuell, das kam in der Neue Zeitalter im 78, auch das Magazin der Zukunft. Also die verschiedenen Magazins von 1950 bis 1990, und es gibt so viele Sachen davon in diese zwei Bücher. Es gibt mehrere Bücher, diese zwei, und es gibt noch 4 mehr auf Deutsch. Anhang, und in den Anhang von Seite 60, gibt es mehr Datei von zum Beispiel dem Flugreisen und so, aber in dem nächsten Video werde ich ein bisschen mehr lesen von dem Anhang von dem Buch. Von Seite 60. Ja gut, und das war, also der Titel der Buch ist Deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere Teil 1. Es gibt zwei. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss.